Mach mich nicht fertig, ich habe noch Beinmuskelkater und ne? Nein, ich trainiere. Ja, okay, super. Ich trainiere und ich quasso. Du sollst super. Nicht trainieren, ich trainiere. Okay? Ich mache jetzt mein Training, ne, für Leute, die keine 20 mehr sind. Ich habe es ja gerade schon gesagt, fang jetzt einfach mal an, ne, weil ich muss jetzt trainieren. Vielleicht erzählst du mal kurz, was genau jetzt ansteht. Also stell dir vor, neues Video, neues Intro. Hallo zusammen, hier ist der Carsten. Ach so, ich mache heute das Rentnertraining ganz leicht. Nur für den Strand. Ne? Ja, genau. Ne? Nee, nee, nee. Nochmal, das gibt ja schneller Muskeln, das ist ja der Trick. Ne? Das ist ja der Trick. Da ist ja die Ironie. Also nach dem Motto, das ist eben genau die Ironie. Wenn man sehr neu in die Sache reinkommt und sehr motiviert ist, dann möchte man möglichst schnell Muskeln. Ne? Und wenn man dann halt eben den Fokus auf Kraft legt, dann wird genau das Gegenteil passieren, weil in der Regel ist es ja so, man sieht es ja gerade bei den Leuten in der Ausführung im Studio, dass sie dann eine reine ausschließliche intramuskuläre, also Verbesserung der intramuskulären Koordination haben. Das heißt, bis das Spiel erstmal losgeht, bis aus der dazugewonnenen Kraft mehr Masse und dann wieder aus der Masse wieder Kraft und so weiter, sind die meisten entweder schon wieder gar nicht mehr dabei, verletzt oder erkältet oder haben ihren Plan über den Haufen geworfen. Das ist so ein ewiger Kreislauf. Mhm. Wie wenn jemand, kennst du das, du hast so einen Ball auf dem Boden, willst du mit den Händen fassen und trittst immer mit dem Fuß, dann schießt du jedes Mal einmal weg. So, und wenn jetzt wirklich darum gehen sollen würde, so schnell wie möglich Muskeln aufzubauen, Body zu haben, dann wären leichte Gewichte die bessere Option. Mhm. Weil der Faktor Verbesserung der intramuskulären koordinativen Fähigkeiten wegfallen würde. Und auch die Sache mit der Regeneration. Weil wenn du leicht trainierst, kannst du ja wesentlich öfter trainieren, wesentlich mehr. Mhm. Ne? Nur nochmal, wir wollen, was wir sehen. Und wenn ich alle sehe in den Videos mit sehr viel Gewichten, dann will ich das machen. Huch. Und selbst das stimmt nicht, weil gerade durch Social Media kann man ja einmal mehr sehen, dass es eben nicht stimmt, dass alle so trainieren wie Coleman, Rühl, Arnold, Tom Platz. Ne? Wie gesagt, ich finde das toll. Ich könnte mir stundenlang sowas angucken, was die machen. Also Dogan Yates Video habe ich bestimmt 1000 Mal gesehen. Ne? Das lief Tag und Nacht rauf und runter. Ne? Man wollte so trainieren. Man wollte so ein Studio haben, man wollte sich so verausgaben und quälen, weil es einfach geil ist. Nur wenn einem das keinen Spaß macht und man keine Erfolge hat und sich körperlich nicht verändert, dann ist es einfach sinnlos. Weil wenn ich mich nur kaputt machen will, dann kann ich auf den Bau gehen oder eine Umzugsfirma anfangen und Möbel schleppen oder Waschmaschinen. Ne? Das muss ja irgendwo einen Sinn machen. Ne? Spaß ist das eine, aber noch besser ist, wenn man Spaß an etwas hat, weil es einen persönlich verändert, entwickelt. Ne? Weil das ist ja nun mal unsere Natur. Ne? Kein Hund wäre so dumm. Und kein Baum wäre so verhaltensgestört, dass er aufhören wollen würde zu wachsen und sich zu entwickeln. Ne, wir sind auf dieser Welt, um uns ein Leben lang zu entwickeln. Der Drang nach Muskelmasse ist ja ein ganz natürlich biologisches Bedürfnis. Ne, weil mehr Muskelmasse hat ja 1 Million Vorteile. Wenn ich jetzt nur mehr Kraft habe, habe ich nur einen Vorteil. Ich kann mehr Gewicht auf dieser Maschine hier bewegen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich fange mal mit Bauch an. Aber jetzt für die Sache hier, für den Kontext, ist ein ganz gutes Beispiel. Weil an der Maschine, guck mal, ich kann hier nach einer gewissen Wiederholungszahl merke ich, wie immer mehr ausschließlich der Muskel isoliert trainiert wird, den ich halt eben trainieren möchte. Wenn ich jetzt einfach nur mehr Gewicht nehmen würde, dann würde ich immer mehr Gewicht ziehen können mit allen Muskeln, mit Arm, Oberkörper, Beine. Ja? Ich würde schon fast eine Ganzkörperübung draus machen. Die Begründung von den meisten ist ja im Sinne von, was soll ich sagen, die meiste Schlussfolgerung von den meisten ist ja im Zuge dessen ja mehr Kraft gleich auch mehr Muskel. Genau, ne, und das ist halt so, ist so wurden wir ja konditioniert, ist doch logisch, man liest das und es ist ja auch nicht falsch. Ne? Mehr Leistung, der Muskel sieht so aus wie die Leistung, die er bringt. Kraft ist ja nur eine physikalische Größe in dieser Rechnung. So, aber ich lege natürlich den Fokus aufgrund meiner Sichtweise auf Kraft, weil wir dürfen nicht vergessen, unser Ego ist sehr, sehr stark. Große Gewichte kann man ja auch mit angehen. Ne? Macht ja auch Spaß. Man will sich ja beweisen. Man möchte ja, wenn einer, hey, trainierst du, was drückst du? Machst du Bankdrücken? Ne, dann möchtest du natürlich sagen, ja, was drückst du? Die sagen nicht, hey, zeig mal deine Wade oder deinen Beinbizeps. Die sagen, ey, was drückst du? Zeig mal deinen Arm oder was drückst du? Bankdrücken ist ja nun mal diese Hassliebe-Übung von allen. Ne? Aber gerade beim Bankdrücken zeigt sich dann immer halt die Sache eben mit den Hebeln. Ne? Lange Oberarmknochen, kurze Schlüsselbeine, hast schon Pech gehabt. Und dann die Sache mit der Geduld, während hingegen man bei vielen Übungen abfälschen kann und sich dann einen vormacht. Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten auf der einen Seite, weil tatsächlich eine Verbesserung stattgefunden hat, oder aber nur ein Cheaten, ein immer stärkeres Abfälschen auf der anderen Seite, wo man sich immer nur mehr einen vormacht. Und das fällt beim Bankdrücken weg. Du liegst flach auf der Bank. Du kannst nicht viel machen. Du kannst zwar ticken lassen, aber das machst du nur so lange, bis du dich irgendwann mal verletzt. Da wirst du ja zu einer sauberen Ausführung nur noch gezwungen. Und deswegen, je länger man im Sport dabei ist, guck mal, ich höre jetzt gar nicht auf. Ne? Ich höre jetzt gar nicht auf, merke einen Bauch. Normalerweise quatscht man nicht.
Man sollte nicht im Satz reden. Ich mache das jetzt nur ausnahmsweise. Ich ärgere mich natürlich, weil ich liebe mein Training und Quasseln ist das allerletzte beim Training. Ja. Aber wir wollen ja mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das zeigt natürlich, wie man es aussieht, dass man noch dabei reden kann. Ne? Soll also den Muskel nur stimulieren und nicht stressen. Ne? Weil schwere Gewichte ist sicherlich Spaß, keine Frage. Aber die Medaille hat immer zwei Seiten. Das ist einmal die Stimulation, dass ich den Muskel zum Wachstum anrege. Und auf der anderen Seite der Medaille habe ich Stress. Das ist die Belastungsschuld. Mhm. Jetzt nehme ich einen Kniebeugen, mach nochmal, mach 15 Wiederholungen mit 200 Kilo. Dann hat er sicherlich seine Muskeln stimuliert, keine Frage. Aber er hat eine unglaublich hohe Belastungsschuld auch auf seinen Körper einwirken lassen. Und der muss man Tribut zollen, den man sehr lange Erholungszeiten mit einrechnet und oder halt diverse andere Methodiken praktiziert, viel Schlaf und. Das heißt, man plant, der ganze Dreh- und Angelpunkt des Lebens beim schweren Training geht eigentlich immer nur darum, dass man den Faktor Regeneration irgendwie so stark gewichtet, dass man das überhaupt alles irgendwie schafft. So, und der meisten sind nun mal keine Profis. Ja, die können nicht den ganzen Tag essen, trainieren, schlafen. Viele Menschen haben einen Haushalt, Familie, ein Geschäft. Und die wünschen sich das genauso wie du und ich, dass sie einen schönen Körper haben. Ne? Und dann versuchen sie etwas, was für ihre Verhältnisse gar nicht geht. Weil du kannst nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Es wird dann immer noch mehr Stress sein. So, wie gesagt, das waren jetzt, weiß nicht wie viele Wiederholungen, aber es geht ums Prinzip. Wenn man versucht, den Muskel zu isolieren, würde ich immer nur mehr Gewicht nehmen, würde ich natürlich mehr Gewicht schaffen. Aber ich hätte halt auch die Belastung auf die anderen Strukturen und Dinge, wo ich dann eben das nicht jeden Tag machen könnte oder mehrmals oder öfters. Nochmal zur Wiederholung. Gerade in der Oldschool-Ära hat man das sehr häufig gesehen, dass mit steigendem Alter die Athleten immer leichter trainiert haben. Ja, weil die sich gesagt haben, so, ab ca. 40. Lebensjahr ist jetzt sportphysiologischer Fakt, hat sich das mit dem Kraftgewinn und der anaeroben Energiebereitstellung im Muskel irgendwann erledigt. Das heißt, man kann es nicht mehr gravierend verändern. So, Muskelmasse hingegen kann man sein Leben lang aufbauen. Wenn ich mich also verbessern will weiterhin, dann muss ich mir irgendwann sagen, einen Blick, ich muss mir nichts mehr beweisen, Ego lasse ich an der Theke stehen und trainiere auf eine Weise, dass ich eben weiterhin die Muskeln ausschließlich stimuliere, ohne sie großartig zu stressen. Und wie gesagt, in der Praxis gibt es da sehr viele Beispiele, die haben dann sehr, sehr, sehr leicht trainiert und konnten sich nochmal dementsprechend verbessern. Wie gesagt, das ist aber halt klar, heute gibt es auch so Vertreter, ne, die auch so trainieren, ne? Weil für viele ist es natürlich, man pinkelt ja gegen ein Heiligtum. Ne, schwere Gewichte ist da logisch. Ne, wenn mir einer mit 20 erzählt hätte, hör mal, da trainiert einer mit 30, 50 oder 100 Wiederholungen, dann hätte ich gesagt, was soll ich mir denn erzählen? Ne, auch wenn ich es eben schon gesehen hatte. Man hat es gesehen, aber man will es nicht wahrhaben, ne, weil man irgendwo keinen Sinn dahinter sieht. Hingegen im Laufe der Entwicklung im Studio ändert man seine Sichtweise, weil man sagt, warum soll einem ja ständig alles wehtun? Warum soll man ständig müde sein? Warum soll man sich ständig so abrackern, wenn ich doch sehe, dass ich bei dem und dem sehe, der hat genauso viel Muskelmasse, ist genauso erfolgreich, vor allem der lebt noch, ist gesund, ist immer gut drauf. Ich meine, okay, heute die Bodybuilder werden ja nicht mehr so alt, der neuen Generation. So, aber gerade in der Oldschool-Ära gibt es halt unheimlich viele Beispiele. Die sind noch mit steigendem Alter, bis ins hohe Alter, waren die dann noch auf den Bühnen aktiv und waren fit, gesund und munter. Ne? Nein, ich mache versuchen mit einem Durchgang. Das ist aber auch nur eine Option, meine Empfehlung, dass man es genauso wie beim schweren Training, beim Pitforce-Training irgendwann schafft, sich zu sagen, ich schaffe das mit einem Satz. Man kann so viele Sätze machen, wie man will. Wenn jetzt jemand bei jeder Übung 10 Sätze macht, jeden Tag dreimal am Tag für, sagen wir mal, einen Bizeps, dann hat jedes Mal einen Pump, dann hat er nichts verkehrt gemacht. Aber es geht erstmal darum, dass man überall bei der Zahl 1 anfängt. Ich bin ja zurzeit leistungsmäßig aufgrund der letzten Jahre meiner Geschichte da jetzt nicht körperlich auf der absoluten Höhe. Deswegen mache ich nur einen Durchgang. Mache aber auch ab und an ein paar mehr. Aber versuche es immer hauptsächlich mit einem. Man muss das Pensum immer so anpassen an seine eigenen Verhältnisse. Nur an einer Schraube drehen nutzt nichts, weil damit verbunden müsste man dann auch wieder mehr essen, mehr trinken, mehr dies, mehr das und so und so. Ne? Und im Augenblick halte ich eben Steady State und mit Training, dass es mir auch vor allen Dingen gut tut. Und wenn ich mehr Muskelmasse haben wollte und oder, weil das war ja eben genau das Ding. Und dann hatte ich mich auf einmal auf der Insel noch verbessert. Ich denke, was, ich trainiere mal leichter und werde immer besser. Weil in anderer Hinsicht habe ich den Aufwand immer weiter reduziert. Jeder, der im Wettkampfsport unterwegs ist, weiß, was ich meine. Dann habe ich den Aufwand immer weiter reduziert. So, und dann überlege ich mal, man nimmt nichts oder immer weniger und wird immer besser. Dann denkt man, was ist hier los? Ne? Bis man dann halt irgendwann fällt der Groschen. Weil nochmal, wenn man das Spiel nicht mehr versteht, steckt man zu tief drin. Und wenn man im Sport ist, sei es aktiv oder Coach oder egal, wie damit zu tun hat, man kann es nicht klar erkennen. So, wenn man aber dadurch, durch die örtliche Distanz und durch einen anderen Lifestyle, konnte man das alles ein bisschen klarer sehen, dann fällt einem irgendwann auf, was viele nicht wahrhaben wollen, die Muskeln wachsen ja nicht vom Training. Ne, unsere Muskeln wachsen vom Essen. Okay, deine Muskeln wachsen in erster Instanz vom Essen. Training macht es ja nur, schweres Training macht es ja nur kaputt. Training soll eine Stimulation sein. Das Training
sorgt dafür, dass ich die Nährstoffe, Energie, Brennstoffe, all die ganzen Sachen, Baustoffe an die Stelle pumpe, wo ich sie haben will. Deswegen sagt man auch, wir formen unseren Körper. So, das heißt, ich forme in dem Sinn, dass sich Masse bildet, ne, mehr Muskelmasse bildet. Was ich da mit der Masse mache, ist wieder auf einem anderen Blatt Papier. Ob ich damit eine Kugel weiterwerfe oder einen Tischtennisschläger schneller schlage oder eine schwere Hantel hochwuchte oder mehr Klimmzüge oder ein besserer Sprinter, das ist ja völlig egal. Das ist ja einem freigestellt. Aber vom Prinzip her noch mehr Muskeln zu haben, hat eine Million Vorteile. Wenn ich mich aber nur auf Kraft konzentriere und den Powerlifter und Gewichtheber damit kein Problem haben, weil die sind damit eine ganz anderen Zielsetzung da, ja. Aber dann habe ich eben nur mehr Kraft. So, muss einem aber klar sein, dass dieses Spiel irgendwann mal ausgereizt ist, ne? Der die größten Muskeln hat, ist in der Regel derjenige, der auch am meisten ballert. Geh nur Umkleide, so dann stehen da die Teenies, ey Bro, ey, guck mal, Maschine. So, dann haben die alles voll Pickel, sehen aus und denken, Gott, ey, Skeletor auf Kreatin. Weil Leute, die dick sind, so, und wir gehen mal an den Strand, da siehst du die Wahrheit. Die sind nicht dick. Die haben dünne Beine, keinen Arsch, eine Hose, dünne Arme. Sehen ganz schlimm aus, wie Käfer. Und so ein Bauch, so ein Bauch.